Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Dann schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute wieder den Solo Cash Cup spielen. Gestern hatte ich eigentlich auch vor, ein bisschen mehr zu zocken, aber ich hatte gestern unheimliche Internetprobleme und dann ging das auch mit Stream schwierig. Dafür werde ich heute versuchen, ein bisschen länger zu streamen. Ich würde sagen, schauen Sie jetzt allerdings den Item-Shop an und heute haben wir keine neuen Skins. Ich würde mal sagen, beginnt hier ganz links. Dort haben wir einmal den Shifu-Skin, dazu die Schneide des Weisen. Dann haben wir als nächstes den Astra-Skin. Hier hat man zwei Stile, einmal den Standard-Stil und dann den Stern-Stil. Dann haben wir als nächstes die Sternbelt-Lackierung. Ist im Prinzip genau die gleiche Animation wie auf dem Standard-Astra-Skin. Dann haben wir als nächstes den Aura-Skin. Der hat ja mittlerweile auch einen zweiten Stil, die Winterjägerin. Wird allerdings trotzdem immer auch in dem normalen Stil so häufig gespielt. Also damit kauft ihr auf jeden Fall keinen besonderen Skin, da den Skin mittlerweile tatsächlich jeder zweite Spieler einfach gefühlt hat und auch jeder zweite Spieler gefühlt auch spielt. Dann haben wir dazu den Beutebeutel, dann die Diamantschädel-Spitzhacke. Als nächstes haben wir die männliche Version, den Guild-Skin. Hier haben wir auch jetzt den Winterjäger-Stil. Dann haben wir als letztes noch den Blinkbeutel-Rucksack. Als nächstes haben wir dann den Schnorchel-Orb-Skin, dann den ins schwarze Skin. Der hat ja mittlerweile auch einen zweiten Stil, den Pixel-Herz-Stil. Der kam ja zum Valentinstag, glaube ich, rein. Dann haben wir als nächstes den Lass-es-Regen-Emote. Dann die Fork-Knife-Spitzhacken. Hier kann man entweder Fork-Knife auswählen oder Knife-Fork. Immer je nachdem, wo man dann Messer und Gabel in der Hand hält. Als nächstes haben wir dann den Disco-Fieber-Emote. War, glaube ich, auch schon relativ lange tatsächlich nicht mehr im Shop. Ist auf jeden Fall oldschool und ich habe im Prinzip mit diesem Emote mehr oder minder begonnen, Fortnite zu zocken und deshalb ist das so wirklich mein OG-Emote, den ich so mit Fortnite einfach verbinde. Dann haben wir als letztes noch Billy Bounce als Fortbewegungs-Emote. Und das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videovorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Die kann ich dann vielleicht am Samstag hochladen oder noch als zweites Video. Heute kommen dann ja noch die Challenges für Sky. Und morgen wird dann ja werden die Deadpool-Challenges mit dem Deadpool-Skin auch rauskommen. Und da wird wahrscheinlich dann auch noch ein richtig großes Event kommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Wie gesagt, wenn ihr weitere Videovorschläge habt, die ich sonst noch hochladen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde es versuchen umzusetzen. Und dann bis zum nächsten Video oder Stream. Ciao.